Ja, hallo, liebe Nuklearfreunde. Ich bin Satenshi und wir spielen Factorio und bauen uns heute ein Atomkraftwerk. Was wahrscheinlich nicht besonders lange dauern wird, weil wenn mich die paar Items da angucke, dann denke ich mir so, what the fuck? Das ist total billig. So, wo haben wir denn Platz für ein Nuklearkraftwerk? Ein Nuklearkraftwerk sollte hier unten sein. Was ja logisch ist. Dann werde ich mal ganz schnell hier nochmal kurz den Drohnenhanger raushauen. Mir ein Betonstück nehmen. Es vergrößern. Wie war das mit Plus? Mit Plus. Und dann drücke ich hier Shift. Und dann setze ich das hier hin. Das hier unten kann man ruhig noch voll klatschen. Soweit es geht. Logischerweise. So. Lassen wir das auch noch aufbauen. Wird alles uns hier. Alles betonieren. Das ist unser Beton. Unser Reich. Hier muss es einfach so aussehen. Wir wollen uns ja schnell bewegen. Okay. Hier noch ein bisschen ausmalen. Malen nach Zahlen. So. Ich weiß gar nicht, ob das hier unten... Oh, shit. Ich bin über die Mauer drüber gegangen. Naja. Ich weiß gar nicht, ob man hier unten überhaupt noch rankommt. Weil, außerhalb des Gebiets vielleicht. Wir werden es sehen. Nice. Okay. Dann hier hätten wir doch genug Platz. Es kommt noch an, wie groß die sind. Also wir brauchen erstmal einen Processing Plant, ja? Das Ding bastelt dann halt ein paar Sachen. Ich weiß noch nicht genau, was für Sachen. Wir brauchen ja angereichertes Uranium. Das wäre das hier. Dafür brauchen wir depleted Uranium. Hä, wo ist denn hier die... Wo kriegt man denn depleted Uranium her? Oder brauchen wir das? Ich habe keine Ahnung. Wir bauen das mal von allen irgendwie was. Wie sieht das denn aus, das Ding? Ja, sieht aus wie eine Chemiefabrik. So, oben wird anscheinend wieder gekämpft. Und damit kann ich jetzt das herstellen. Okay, wir bauen gleich nochmal das Kraftwerk dahin. Alter, wie viele hier rumfliegen. Nice. Aber das bringt das nicht zum Stottern. Sondern erst nur die Angriffe bringt das irgendwie alles immer zum Stottern. Schlimm sowas, diese Angriffe. So. Ja, sieht auch sehr gut aus. Nein! Was? Main Ditech. Lua GameScript. Doesn't contain key can... Ach du Scheiße, das Problem ist, ich habe nicht gespeichert. Wir werden sehen, wo ich gleich wieder rauskomme. Bis gleich. Ja Leute, so wie es aussieht, hier, ich stand hier irgendwo, nachdem wir das Kraftwerk da oben gebaut haben, wird das gewesen sein. Also Leute, Nuklearkraftwerk wird wohl nichts. Außer ich versuche es noch einmal. ich versuche es noch einmal und dann schauen wir mal, ob es funktioniert. Ich möchte es bezweifeln, aber vorher werden wir vielleicht... Nochmal den Beton anbringen. Und dann werden wir vorher abspeichern. Das geht dann schon. Okay. Malen, malen, malen. Ja, hier alles malen. Nein. So. Okay. Alles schön nachgemalt. So. So muss das sein. Schön alles platzieren mit Beton. Beton, Beton, Beton. Gut. So viel dazu. Dann, wie werde ich das wieder los? So. Okay, dann speichern. Spiel speichern. Machen wir einfach mal 139. So. Und dann versuchen wir es nochmal. Ich möchte ja bezweifeln, dass es diesmal klappt. Aber, wer weiß. Man kann ja nie wissen. Ja, cooler Mod auf jeden Fall. Cooler Mod. So, wie man sehen kann, hier oben, wir versuchen sie alle aufzuladen, aber es dauert so Ewigkeiten. Und wir haben unser Atomkraftwerk und bam. Wer hätte das gedacht, Leute? Wenigstens spielt der Schmier nicht, ab. Wenigstens schmiert das Spiel nicht ab, sondern man fliegt nur aus der Karte raus. Gut, dann, bauen wir das nicht mehr. Ja, da habe ich jetzt kein Ziel. Doch, natürlich, das Raketensilo. Das war doch das Ziel, das Hauptziel überhaupt. Raketensilo. Dies benötigt 1000 Stahlträger. 1000 Beton. 100 Eisenrohre, logische Schaltung. Elektro, das ist ja alles total chillig. Mal bauen wir es hier hin, wir haben ja hier Platz. Also, wir fordern an. Ist das eine Anforderungsliste? Ja. Im Prinzip 1000 Stahl. Wo finde ich 1000 Stahl? Ich glaube, die Kiste wird ja sehr schnell überlaufen, fällt mir gerade auf. Die wird sehr schnell überlaufen. Erstmal Stahl. Stahl ist hier. 1000.
passen, glaube ich, nur 2000 noch was rein oder so. Oder 4800 passen, glaube ich, rein. 1000 Stahl. 1000 Beton möchte ich auch nochmal anfordern. Aber erstmal lassen wir die noch zu Ende bauen, weil sonst fordert er das instant an und dann können die nichts mehr bauen. Ja, jetzt habe ich schon wieder vergessen, was wir noch brauchten. Okay, da haben wir sie. Eisenrohre, 200 logische Schaltung. Okay, Eisenrohre. Rohre waren immer irgendwo hier oben. Ich hab mir das nie gemerkt, wo die waren. Und jetzt rächt sich das natürlich. Da. Eisenrohre. Mist, wie viel? 200? Ich denke schon. Ne, 100 waren das bloß. Ja, ein Stack ist auch okay. Logische Schaltungen und Elektromotoren. Logische Schaltung. Boah, wo sind die? Hier? Ja, geil. Genau, 200. Elektromotoren brauchen wir auch nochmal 200 oder so. Da ist natürlich auch die Frage, wo gucken die rum? Ist ja eigentlich Vanilla gewesen. Hier, Elektromotoren. Bestandteile, aber es sind bis 50. Wir brauchen, glaube ich, 200. So. Beton bauen sie noch? Ja, das ist kein Ding. Das kostet nichts. Wir haben auch alles im Angebot. Lol. Wir müssen nicht mal was selber craften. Ach, ist das schön. Muss man das in einer Maschine bauen? Schade, muss man nicht in einer Maschine bauen. Aber wir könnten es in einer Maschine bauen lassen. Einfach, weil wir so faul sind. Dann haben wir vielleicht zwei Raketenabwehrdinger am Ende. Ach, komm, mach mal. Wir bauen hier. Ne, das ist nicht die, sondern hier bei Ditech. Eine Vierer oder eine Fünfer? Machen wir eine Vierer. Die Fünfer ist mir zu teuer. Da brauche ich Titaniumlager. Habe ich keinen Bock, die jetzt herzustellen. So, Beton. Wie sieht's aus? Also, da unten kommen sie gar nicht hin, so wie es aussieht. Ne, da kommen die eh nicht hin. Die paar Löcher hier, die können wir ruhig noch stopfen lassen. Also die Beton wird eine Weile dauern. Das sind 1000 Beton. Das kann echt eine ganze Weile dauern. Müsste ja auch Vanilla sein. Beton ist ja Vanilla. Bei Logistik vielleicht? Da, Beton. 1000k. Hä? Die fliegen trotzdem. Hä, die fliegen instant los? Haben wir doch so viel Beton noch rumliegen? Wieso bauen die dann so langsam? Lol. Ist doch nicht dein Eins. So, die Elektromotorbestandteile brauchen noch ein bisschen. Die müssen ja 200, glaube ich, sein. Wenn ich das richtig gesehen habe. Natürlich habe ich es richtig gesehen, da. 200 Elektromotorbestandteile. Beton, Stahl. Ja. Easy. Ich muss das nur in mein Inventar reinkriegen. Das ist dann nicht mehr so easy. Weg, 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 weg. Kann weg. Weg, weg. Weg. Weg, 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 weg. Obwohl, die Steine, die können ruhig wieder da bleiben. Eine Leiche kann weg. Ein paar Mauern können wir wegmachen. Die Krakon-Munition sowieso. Ach, ich fordere die an. Nee, doof. Aber die Munition kann aber weg. Deine Lampe kommt weg, weg, weg. Irgendwelche komischen Knickarme. Weg damit. Komm schon, irgendwo muss doch Platz sein dafür. Krakon-Mauern. Ich fordere nur 90 an, dann kann ich die wegmachen, wenn ich sie nicht per Hand machen müsste. Hä? Ich fordere 600 an, shit. Da kann ich löschen. So. Weg. 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 Okay, 100 reichen. Weg, weg. Rubine. Wer braucht schon Rubine? Kein Schwein braucht Rubine. Robo-Carriage kann auch weg. Weg. Weg, weg, weg. Okay, ein paar Kugeln. So, ein paar dumme Sachen, die einfach so... Ich habe wo ich die überhaupt her habe. Das sind alles so Zwischenprodukte und so. Braucht kein Schwein. Okay. Wir haben, glaube ich, fertig. Das dürfte doch fertig sein. So, wir haben hier drinne 1000, 1000. Brauchst du nicht von irgendwas 2000? Bin ich blind? Ja, ich bin blind. Wir brauchen 1000, 1000, 100, 200... 200. So, 1000, 1000, 200, 200. 100 Eisenrohre brauchen wir. Und die stellen wir nirgendwo her. Ha! Ich habe doch gewusst, dass irgendwo ein Mango ist. Irgendwo ist immer eine Mango. Eine köstliche Mango. Hab ich wieder vergessen, wo man die herstellt. Bei Logistik war das doch. War es nicht bei Logistik? Was? Jetzt klicke ich mich. Ah, hier.
Eisenplatten brauchen wir dafür bloß. Das ist mir... Pass auf. Die stellen wir hier hinten irgendwo her. Hier haben wir keine Eisenplatten. Wo sind die Eisenplatten? Hier sind Eisenplatten. Wir haben da auch genug Platz. Da pappt man das jetzt einfach hin, das Ding. Und fertig. Nehmen wir erstmal die hier einfach. Bam. Schneller. Knick. Knick. Du machst uns Eisenrohre. Jetzt habe ich wieder vergessen, wo das war. Ach, das gibt's ja gar nicht. Dann klicken wir wieder ein bisschen rum. Irgendwo tauchen sie schon auf. Da sind sie. Eisenrohr. Machen wir noch eine schöne Anbieterkiste. Aktive Anbieterkiste. Nicht Anforderung. Anbieter. Manchmal fragt man sich. So. Kommt dann hier wieder raus hier oben. Und da kommt dann noch ein Knicki. So ein schneller. So. Natürlich das noch rein. 200 will ich haben. Ich weiß gar nicht, wie viel passen in so ein Stack rein. Keine Ahnung, ist mir auch egal. So. Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft. Gleich ist es ja voll. Dann mache ich so. Dann brauche ich einen extremely schnellen Knickarm. Wird uns eine Weile dauern. Ich will es einfach ein bisschen spannender machen, Leute. Ein bisschen spannender. Aber was mache ich dann, wenn ich dann damit fertig bin? Sehr schneller. Sehr schnell intelligenter. Ich will den sehr schnellen haben. Für was brauche ich denn einen sehr schnellen, wenn ich den dann nicht benutze? Wo ist er denn jetzt überhaupt? Schneller? Sehr schneller. So. Sind jetzt hier die angeforderten Sachen da? Ja, sind alle da? Dann weg, 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 weg. Und jetzt können wir das hier anwerfen. Yeah, Transportmenge haben wir erhöht. Nice. Die Geschwindigkeit, die sind mir zu langsam. Die Drohnen sind zu langsam, Leute. Müssen wir auch noch erforschen. So, jetzt hauen wir das Ding an. Und zwar Waffen. Vielleicht kriegen wir ja zwei raus. Was haben wir für eine Effektivität mit den Gottmodulen? Haben wir eine Effektivität von 250. Das heißt, wir bekommen zwei raus. Geil. Nice. Und die Herstellgeschwindigkeit ist um einiges schneller. Bringt aber nicht viel, weil der Knickarm tierisch langsam ist. So, machen wir das hier hin. Dann müssen wir noch irgendwie Strom rankriegen. Da ist Strom. Und dann schauen wir hier zu, wie alles sau langsam reingemacht wird. So, ich mach das schneller. So. 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 Was denn noch? Was denn noch? Ach, die Dinger auch noch. So. Rohre. Wo sind die Rohre? Die Röhren, Rohren, Röhren. Die sind hier unten? Ach, die sind hier unten. So. Und zwei Stück sind hergestellt. Eins. Und zwei. Hihi. Ach du Scheiße. Ach, das sind wirklich diese richtig... Ah, geil. Das ist das, was die Dings reingemacht haben. Was die immer gezeigt hatten. Oh, nice. Oh, das ist schön. Bam. Und weil wir so cool sind, machen wir gleich zwei davon. Oh, ist das geil. Die brauchen bestimmt noch Strom. So. Die werden natürlich nicht so ganz billig wie andere Sachen betrieben. Die bekommen große Strommasten. Weil die cool sind und dick und fett. Und nice, einfach mal. Autosave, sehr schön. Bam. Bam. Oh, geil, wie die leuchten. Oh, ist das schön. So, und die brauchen jetzt noch irgendwas. Göttermodule vielleicht? Ja, ihr braucht Göttermodule. Ihr kriegt Göttermodule. Und da muss ich jetzt eine Rakete bauen. Ah, ich verstehe. Da können wir zwei Raketen bauen. Das ist schön. Also, Baumaterial mit geringer Dichte brauchen wir. Wir brauchen Raketentreibstoff. Und wir brauchen Raketensteuergeräte. Eigentlich immer nur eins, so wie es aussieht, oder? Nein, 10, 10, 10. Also von jedem 10. Puh, was brauchen wir denn dafür? Wo kann man das bauen? Bestimmt bei Zwischenprodukte. Ja. Oh, ich kann ja schon 19 so bauen. Okay. Ja, brauchen wir ein bisschen was. Bauen wir mal 20... Plus 1. Oh shit, das dauert ja ewig. Vielleicht soll ich das doch in der Fabrik bauen lassen. Festbrennstoffe, lol. Komm, ich breche das nochmal ab. Dann bauen wir hier, machen wir wieder eine schöne Maschinerie hin. Ich weiß jetzt nicht, was jetzt... Oh, hier ist noch einer drinne. Lol. Ich habe drei. Why not? Wir beschießen unsere Nachbarn damit. Lol, habe ich echt drei. Ich glaube, ich kriege die Krise.
So. Haben wir 3. Warum nicht? So. Der Rest gehört mir. Gut. Dann, wir stellen her. Bitte. Was braucht denn hier am längsten Zeit? 30, 30. Die brauchen alle bloß 30. Warum? Was ist mit dem Satellit? Was macht man damit? Der Satellit sollte in die Rakete eingesetzt werden. Da brauchen wir bestimmt auch nochmal jemals eins. Ach du Scheiße, da brauchen wir schon ein bisschen mehr Zeug, Leute. Der Satellit ist arschteuer. Weil da unten greift mich einer an, wo wir uns anscheinend nicht wehren können. Objekt wurde beschädigt. Ja, geil. Komplett. So. Na, das ist... Hä? Eine Waffe wurde beschädigt, oder wie? Ach, der hier wurde beschädigt. Ja, hier dann... Bau einfach nochmal hin. Okay, jetzt... Ja, das wird doch ein bisschen länger brauchen. Geil. Finde ich gut. Finde ich gut. Machen wir doch nur eine oder machen wir 2? Da versuchen wir sogar 3 hinzubekommen. Ich bin mir nicht sicher. Raketenbauteile kriegt man hier. Oh. Was macht man mit den Raketen? Oh, warte mal. Was mache ich mit den Raketenbauteilen? Ich brauche tatsächlich... Ja, ich brauche nur eine. Ich brauche nur ein Bauteil. Okay. Ach, da brauchen wir auch nochmal 100 Baumaterial mit geringer Dichte. Raketentreibstoff brauchen wir auch nochmal extra. Aha. Die Steuerung braucht man nicht extra. Okay, das heißt, das und das müssen wir auf jeden Fall en masse produzieren. Holen wir uns einfach nochmal so ein Ding. Mache ich denn tatsächlich dann hier so ein Ditech? Nochmal sowas? Ja komm, mach mal. So, dauert vielleicht ein bisschen, aber dann können wir das ordentlich machen. So, dann fange ich hier schon mal an mit der geringen Dichte. Dieses Material mit geringer Dichte. Hier, Baumaterial mit geringer Dichte, das ist schön. Ja, wir haben hier eine Anforderungskiste. Und einen sehr schnellen Knickarm. So. Und dann bauen wir das hier rein. Und dann kann er das dann anbieten. Mit einem nicht ganz so schnellen Knickarm. So. Bisschen Strom bräuchte man dann vielleicht doch nochmal. Es wird wieder oben gekämpft. Feucht fröhlich oder irgendwas passiert da oben wieder. Und dass das da unten die ganze Zeit blinkt, kotzt mir auch an. Aber naja. So. Diese Maschine ist am Arbeiten, wie man sieht. Er hat aber keinen Strom. Und deswegen ist alles kacke. Nehmen wir erstmal die kleine. So. Njam, 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 njam. Die arbeitet wunderbar. Sehr schön. Dann haben wir schon mal das. Nice. Wie viel brauchen wir davon? Ach du Scheiße. Es geht ein 10er Stacks bloß. Okay, wir brauchen das ganze Ding. Okay. So viel dazu. Es geht nicht ganz so schnell. Ich dachte echt, wir sind so ruckzuck fertig, ne? Aber dauert doch ein bisschen. Vor allem Vanilla kann das echt nervig werden, glaube ich. Kann also doch ein bisschen dauern. So, dann, Lucky Lucky machen. Habe ich noch nicht mal eine Maschine fertig? Ich dachte, ich habe schon eine fertig. Ich baue so viel von den Maschinen. Boom. Kommt weg. Anbieterkiste. Jetzt kann ich natürlich keine Anforderungskiste bauen, weil ich hier noch bastel, wie blöde. Komm, dir werde ich abbrechen. Hä, habe ich jetzt die andere abgebrochen? Ne, eine habe ich... Ah, ne, das ist Montagemaschine 2 gerade mal. Oh. Naja, egal. Dann machen wir hier Anforderungskisten ein paar. Davon noch ein bisschen und vor allem Strom. Die können wir bauen. Okay, dann. Du baust uns jetzt... Was wir auch noch brauchen, ist ja davon. Raketentreibstoff. Da brauchen wir nicht nur hier was. 10 Stück. Sondern wir brauchen ja später auch noch für diese Kacke hier auch noch mal 50. Na gut. Ist nicht ganz so viel. Ist nicht ganz so viel. Schade. Klick, klick. Und Strom. Bam. Ja, so. Göttermodule rein. Und ich weiß nicht, ob wir noch Festbrennstoffe überhaupt noch irgendwo liegen haben. Interessanterweise haben wir nämlich gerade nur 1 geliefert bekommen. Bedeutet, wir haben da bestimmt noch irgendwo was. Also nichts mehr. Irgendwo haben wir nichts mehr. Wie komme ich auf irgendwo haben wir noch was? Wie komme ich da drauf? Aber ist kein Problem. Denn Brennstoff können wir ja aus so ein Zeug herstellen. Aus so Öl und so ein Mist. Und Öl und so ein Mist haben wir ja genügend rumliegen. Ich muss mal kurz gucken, wo das Öl und so ein Mistzeug ist.
Ist das bei Bobs Flüssigkeiten? Ja, hier war doch noch gerade. Hier. Infused, Solitär. Festbrennstoff, daraus oder. Ich glaube, Schweröl haben wir, glaube ich, ordentlich viel rumliegen. Was brauche ich denn dafür? Eine Chemiefabrik. Ich habe zufällig eine einstecken. Hahaha. Ich habe zufällig eine einstecken. Du da. Das ist geil. Dann machen wir das hier weg. So, und pappen die direkt dran. So. Die macht dann Festbrennstoff aus schwerem Öl. So, und dann habe ich jetzt hier das hier noch. Geil. Perfekt. Hat sich doch gelohnt, das aufzuheben. Nur mit der falschen Einstellung drinne. Sehe ich gerade. Und wir haben keine Sachen davon. Hahaha. Ich brauche Pumpe und irgendwas. Und ich habe keinen. Ich habe das hier nicht drinne. So, das sind da, das sind da. Vielleicht brauche ich nur noch die Pumpe. Brauche ich nur die Pumpe? Dann mache ich nur die Pumpe noch hin. Wo ist die Pumpe? Da ist die Pumpe. Und die Einstellungen sind auch falsch. So, du holst eher gefülltes Schwerölfass. Das machst du leer, das gefüllte Schweröl. So. Sollten wir eigentlich im Angebot haben. Irgendwo. Irgendwo liegt das rum. Dann Strom. Boom. Dann hoffe ich, dass hier mal die Schwerölfässer kommen. Da kommt eins. Ah, hier noch Gottmodule rein. Dann hier noch ordentlich. Und dann haben wir unseren Raketenbrennstoff. Ach, da unten. Ich muss mal gucken, das nervt mich. Erstmal muss ich... Oh. Ja. Was ist denn? Das ist ja gar nicht da unten, das ist da oben. Das ist hier. Hier greift die ganze Zeit einer an. Ach, diese kleinen Nervis. So, wir nehmen uns das hier und dann wird hier geballert. Oh, ein King will mich dumm anmachen. Ich habe gar keine Energie mehr. Warum das nicht? Ach, wegen dem Laser wahrscheinlich. Ja, du kannst es schaffen. Oh. Na gut, die werden so abgeballert. So, nice. Dann machen wir hier wieder zu. Repariert wird es hier so. Nice, schön. Lass mir mal kurz ein bisschen Beton anliefern. Keine Ahnung. Ja, 200 müsste reichen. So, dann kommen sie schon los. Oh, immer schön, die im Dunkeln leuchten. Genau deswegen habe ich da keine Lampen stehen. Nur deswegen. Warum ist hier so hell? Da ist eine Lampe. Muss weg. So, schön. Nur deswegen ist es da so dunkel. Okay. Bauen, 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 bauen. Schön macht ihr das. Nice. Hab euch auch lieb. Meine kleinen Robis. Okay. Aber... Ah, das sind auch wieder nur 10er Stacks. Dann kann ich gleich so machen. So, dann sind die voll. Die kann ich dann, muss ich dann da reinquetschen erstmal. Weil wenn die voll sind, sind die voll. Okay. Dann haben wir die ersten zwei Sachen doch schon mal gut fertig. Das und das. Dann brauchen wir Raketensteuergeräte. Da brauchen wir Geschwindigkeitsmodule 1. Zum Glück haben wir die nicht mehr. Doch, ich glaube, die haben wir noch. Sollten wir da oben eigentlich noch liegen haben. Njaung. Alles voller Beton. Alles voller Beton. Nur hier oben nicht. Hier, die haben wir nur leider... Bieten wir direkt an? Nein, wir bieten die nicht an. Na gut, kein Problem. Wir haben hier Anbieterkisten. Das sind die Geschwindigkeitsmodule 1. Wir haben einen Knickarm und da wird da reingeknickt. So, und die können wir dann benutzen. Okay. Und dann haben wir das auch. Dann können wir hier unten gleich das nächste bauen. Weil wenn, dann wird das gleich alles vor Ort gebastelt. Das ist ja ganz wichtig. Die Raketensteuergerät. Wie viel brauchen wir denn davon für so ein Raketensteuergerät? Wieder 10 Stück wahrscheinlich, ja. Okay. Wir brauchen also doch nochmal eine von diesen leckeren Anlagen. Ich weiß nicht, warum ich immer die nehme. Ich finde die gut. Ich finde, das sind schöne Gerätschaften. Ich habe ein paar Leichen einstecken, weg damit. Ein paar Kugeln können auch weg. So. Brauche ich mir noch eine? Ich bin mir nicht sicher. Na komm, bauen wir gleich noch eine. So, dieser Strom, kann der auch da stehen?
Nein, kann er nicht. Ist aber nicht so schlimm. Okay, das eine dauert doch ein bisschen länger. Ich dachte, der eine wird schneller gehen. Egal, wir können ja schon mal passive Anbieterkiste und eine Anforderungskiste basteln. Dazwischen machen wir schnelle Knickarme. So, dann kommt da eine Maschine rein. Und diese Maschine wird dann Sachen produzieren, die wir für die Reise ins Weltall nun mal benötigen. Und pam. Zwischenprodukte. Steuergerät auswählen. Göttermodule reingeklatscht. Und dann kopieren, einfügen. Und schon sind wir startklar. So. Gut. Alter, mal, wie schnell die arbeitet. What the fuck? Das sah schon geil aus. Wie die da rumgeeiert ist. Aber wir haben hier keinen Strom. Bam. Das sieht so geil aus, wie die arbeitet. Ja, nice. Ja, lass mal auch gleich offen. Offen brauchen wir ja bestimmt alles. Und dann brauchen wir bloß noch das letzte Produkt. Und zwar ist das das hier. Und das wird ein bisschen mehr brauchen. Aber wir haben ja soweit alles. Radar, okay. Akkus, okay. Solarmodule. Das bekommen wir hin. Wir brauchen ja bloß 3 Stück davon. Ja, das nächste Mal fordern wir das alles hier an, damit das hier schon mal gebaut werden kann. Machen wir 3 Raketen, das kriegen wir hin. Schaffen wir locker. Dann würde ich sagen, ich war der Tenchi von Snoops Kanal. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Also bis dann. Tschüssi.